Herzlich willkommen an alle, die uns zugeschaltet sind. Wir haben euch mitgebracht Methoden für die Gestaltung neuer hybrider Lehr- und Lernräume aus dem Projekt Ready. Der ein oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, wir waren letztes Jahr schon mal hier dabei und haben euch eine Reise zu neuen Lehr- und Lernräumen aus dem Projekt Ready vorgestellt. Und was wir da so an Erkenntnissen gesammelt haben, das wollen wir euch heute gerne vorstellen und etwas, was sich aus diesem Prozess ergeben hat. Es ist wieder ein Werkstatteinblick, das mögen wir sehr gerne. Und das, was wir mitgebracht haben, ist das Lernraumplaner-Kartenset. Erst ein paar Worte dazu, wer es entwickelt hat, wie ist es entstanden, was ich damit machen kann und woraus es bestehen wird. Das Projekt Ready und vor allem das Teilprojekt Hybride Lernumgebungen ist ein von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre fördertes Projekt, das am Zentrum für Lehrentwicklung an der TH Köln stattfindet und von einem großen Team betreut wird. Es gibt insgesamt noch drei andere Teilprojekte, die sich mit der Entwicklung von Studiengängen, neuen Curricula und dem Transfer in die Lehre beschäftigen. Aber heute geht es vor allem um die hybriden Lernumgebungen. Wer hat es gemacht? Das ist das gesamte Team, das dazu beigetragen hat, dass das Lernraumplaner-Kartenset Realität werden konnte. Das ist zum einen Susanne Gläser und Christine Muth, die beide vom ZLE sind und da vor allem verantwortlich für das Projekt und für die Finanzen. Bastian Koch und ich, wir sind sozusagen Ideation, Bastian Koch als externer Berater. Die Zuhörerinnen und Zuhörer scheinen die Präsentation nicht zu sehen, was ich etwas komisch finde, weil ich sie auch sehen kann. Das vielleicht einmal neu starten. Der Slidewechsel hat nicht funktioniert, ne? Dann starte ich das Screensharing nochmal neu. Teilen. Es ist jetzt sichtbar für alle. Ja, das haben wir eben auch gesehen. Mach mal bitte ein Slide weiter. Ja. Jetzt sehen Perfekt, wir scheint jetzt zu funktionieren. Positive Rückmeldung. Dankeschön. Sehr gut, sehr gerne. Ich würde die ersten drei Folien einfach nochmal kurz durchgehen. Und dann sind wir beim Team. Das sind die Personen, die alle daran mitgewirkt haben. Wir haben auch ein ganzes Team an studentischen Hilfskräften, zum einen, um uns bei der Bearbeitung der vielfältigen Fragestellungen zu unterstützen. Auf der anderen Seite ist das aber auch ganz stark gewollt, damit wir immer die Studierendenperspektive auch mit im Blick haben. Wir haben Bachelorstudierende und auch Masterstudierende, in dem Fall von der Fakultät für Architektur. Und seit neuestem auch Felix Jahn als wissenschaftlichen Mitarbeiter, der uns im Projekt unterstützt. So, jetzt wollen wir aber mal wirklich daran, was haben wir denn gemacht? Wir haben uns an den 10 Leitlinien des Stifterbandes natürlich orientiert, was die gute Gestaltung neuer zukunftsgerichteter Lernarchitektur bedeutet. Kann man da alles nachlesen. Und hatten letztes Jahr diese Thesen aufgestellt. Und darauf wollen wir so ein bisschen eingehen, weil das, was da benannt wird, ist ein sehr großer Bereich, der auf viele verschiedene Aspekte des Lehren und Lernens eingeht und auch zu einer ganz schön großen Komplexität führt, wenn man das betrachtet. Denn der hybride Lernraum und auch der hybride Lehrraum, bei dem es bei uns im Projekt vor allem geht, ist ja ein Konglomerat aus allen Räumen, in denen wir so agieren. Und wenn wir uns das noch genauer anschauen, was in diesen einzelnen Räumen passiert, der digitale Raum ist jetzt hier nur verkürzt mit der Technik dargestellt, dann sehen wir, dass ganz vieles davon genau hier unten in diesem sozialen Raum sich eigentlich abspielt. Es geht um Teilhabe, es geht um Gleichberechtigung und es geht vor allem um Aktivitäten. Das gilt genauso auch für den digitalen Raum und das gilt für den hybriden Raum. Und wir haben uns im Projekt angeschaut, was sind denn das für Aktivitäten? Und von diesen Aktivitäten, in die wir das aufgeteilt haben, die unterschiedlichen Lehr- und Lernsettings, ist das Ganze ausgegangen
Und von da aus haben wir unser Kartenspiel entwickelt. Und wie dieses Kartenspiel entstanden ist, das wird uns jetzt Basti ein bisschen was dazu sagen. Ja, also wir haben es hier mit einer Darstellung zu tun, die ist bekannt als das Fuzzy Frontend. Ich habe mal drunter geschrieben, der nonlineare Prozess des kreativen Problemlösens. Es ist also ein Prozess, wo wir uns bewegen von einer Situation, in der wir noch nichts wissen, in der wir noch viel Unsicherheit verspüren, was am Ende das Ergebnis eines Projekts angeht. Und so haben wir uns am Anfang gefühlt. Und dann bewegt man sich halt durch die verschiedenen Methoden, die man wählt und die verschiedenen Schritte, die man geht, halt immer zu immer größerer Gewissheit, immer größerer Sicherheit, wie eine Lösung aussehen kann von einem Problem. Und vielleicht nochmal zurück zu dem, was der Tobias am Anfang gesagt hat. Also das Projekt war von Beginn an eigentlich sehr dynamisch und es waren sehr viele Akteure und Perspektiven involviert. Wir hatten Didaktik, wir hatten Technik, wir hatten Architektur, Design, Gebäudemanagement, die IT-Abteilung. Also das waren sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven, die wir integrieren wollten. Und auch die Grafik, die wir gesehen haben mit der Verbindung von didaktischem Raum, sozialem Raum, digitalem und physischem Raum zu einem hybriden Lehr-Lernraum, war für uns am Anfang ziemlich überwältigend und wir mussten uns dann erstmal unseren Weg suchen. Wichtig bei solchen Prozessen ist aber halt eben, dass man diese Komplexität dann zulassen kann und dass man diese ungelösten Fragestellungen auch erstmal offen lässt und auch, dass man eine Gleichzeitigkeit dieser verschiedenen Perspektiven und Lösungsrichtungen oder auch Lösungsvarianten dann ja, einfach zulassen kann und offen lassen kann und damit gelassen umgeht. Und dieses Vortasten von Unsicherheit zur Sicherheit, wie wir das konkret gemacht haben, das würde ich jetzt gerne zeigen, wenn der Tobias den Slide wechselt. Wir haben so ein bisschen unseren Prozess mal dokumentiert, wie wir vorgegangen sind. Man sieht es gleich auch nochmal in der Gesamtübersicht. Aber was uns ganz, ganz wichtig war, war ein nutzerzentriertes, ko-kreatives und agiles Vorgehen, weil das auch hilfreich ist, eben mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Wir haben immer Rückkopplungsschleifen gehabt, die uns geholfen haben, wieder Dinge zu iterieren und zu überarbeiten. Und zu Beginn haben wir sehr viele Interviews geführt, unter anderem mit Lehrenden, mit Studierenden, aber auch mit Experten. Wir sind losgezogen, haben uns Räume angeguckt, haben mit Menschen gesprochen, die sich mit Technik auskennen. Wir waren auf Messen, haben Anbieter von Medientechnik gesprochen und so weiter, um möglichst viel Input einzusammeln. Und sind dann, wenn wir das nächste Slide sehen, in eine Szenarioentwicklung eingestiegen, vorrangig mit Lehrenden und Studierenden. Wir haben also überlegt, wie könnten solche Lehrveranstaltungen aussehen, die in solchen Räumen stattfinden und auch, wie könnten solche Räume ausgestattet sein, was bräuchten die und haben dann verschiedene Modelle entwickelt, da entsprechende Herausforderungen identifiziert und Erkenntnisse gewonnen. Und das war für uns sehr, sehr hilfreich, weil wir sozusagen schon mit Bausteinen, die es in der Realität gibt, aber auch mit Ideen, die wir neu entwickelt haben, gemeinsam zu Collagen zu kommen, die uns, die sozusagen unsere Lösungsfindung dann informiert haben. Genau, und das Tool, was wir heute vorstellen wollen, das ist auch so ein bisschen parallel als Dokumentation zur Konzeption und Umsetzung dieser hybriden Lehr- und Lernräume entstanden und soll später halt auch der Vermittlung von Wissen zur Konzeption und Nutzung solcher Räume dienen. Wir haben einige Designprinzipien identifiziert. Also wir haben gesagt, ein Fokus muss auf dem informellen Lernen liegen. Es kann nicht sein, dass wir in solchen modernen, hybriden Lehr-Lernräumen dann klassische Vorlesungen abhalten, sondern es soll schon auch das selbstgesteuerte Lernen einen großen Raum bekommen. Wir wollen, dass diese Räume leicht zugänglich sind, dass man die möglichst viel nutzen kann. Wir wollen, dass diese Räume atmosphärisch funktionieren, denn wir denken, dass auch die atmosphärische Qualität von Räumen extrem wichtig ist. Und wir haben das zusammengefasst in einer unserer Thesen, die wir im letzten Jahr vorgestellt haben, nämlich, dass der Raum auch das Denken bestimmt. Der Raum soll für uns auch eine Einladung sein, sich den anzueignen und zu nutzen und auch umzunutzen. Der soll selbsterklärend sein und der Fokus liegt ganz klar auf hybrider Kollaboration. Von da sind wir dann weitergegangen und haben verschiedene Parameter identifiziert, die wir für unser Tool wichtig finden. Also wir haben gesagt, einmal es geht um Lehrmethoden, es geht um Aktivitätszonen, in denen bestimmte Dinge stattfinden, die bestimmte
Future Skills fördern. Wir wollen die Raumgestaltung beschreiben, indem wir sagen, welche Rolle spielt Farbe, Kontrast, Beleuchtung, wie sieht eine Möblierung aus, die möglichst flexibel funktionieren kann und so weiter. Dazu kamen dann gewisse Leitfragen, sogenannte Joker, auf die der Tobias noch eingehen wird, und DIY-Lösungen. Und das Ganze haben wir dann immer in einem Prototypen iteriert und haben da einen Weg genommen, der ursprünglich mal in eine andere Richtung ging. Also wir hatten ursprünglich mal das Ganze als Booklet geplant und haben gesagt, wir wollen, dass das eigentlich also als Handbuch ja, rezipierbar ist, und mussten dann irgendwann feststellen, dass das der Komplexität eben nicht gerecht wird, und haben dann einen Pivot gemacht und haben gesagt, okay, was wäre, wenn wir das Ganze als Tool, als Kartenset, als Spiel, als Kit denken und konzipieren? Und das haben wir dann halt eben gemacht, indem wir gesagt haben, okay, lasst uns da draußen ein Kartenset machen, lasst uns das spielen und immer wieder ausprobieren und verbessern, bis es dann funktioniert. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen und wo der Tobias jetzt wieder übernehmen wird und das Kartenset mal im Detail vorstellt. Ja, vielen Dank. Wie man gerade gehört hat und was ich auch schon angedeutet hatte, dieses Thema der Lernraumplanung, das ist sehr umfänglich. Hier sieht man nochmal in der Übersicht, was Bastian gerade alles an Themen angesprochen hatte. Und jetzt werfen wir einen Blick auf das, was das Lernraumplaner-Kartenset tut. Es besteht aus zwei Dingen, nämlich einmal einem Kartenset. Davon habe ich auch ein paar hier, damit man mal so sieht, das ist ungefähr die Größe. Die sind auf DIN A6 angelegt. Und es besteht aus einer Spielanleitung, auf die ich noch ein bisschen eingehen werde. Und diese Spielkarten, die sind in verschiedene Kategorien. Wir sehen sie gerade nur im Anschnitt aufgeteilt, auf die ich jetzt im Folgenden einzeln eingehen werde, nachdem ich euch die Spielanleitung gezeigt habe. In der Spielanleitung ist einmal tatsächlich beschrieben, warum gibt es dieses Kartenset und warum ist es vielleicht auch sinnvoll, das zu benutzen. Und es führt einen dann durch die unterschiedlichen. Aktuell in dem Kartenset zwei mögliche Spielabläufe vorgesehen. Der eine Spielablauf sieht vor, dass wir einen neuen Lehr- und Lernraum entwickeln. Und in diesem Spielverlauf gehen wir davon aus, dass wir von einem Lehr-Lern-Konzept ausgehen. Das entwickeln wir gemeinsam über das Kartenset, indem wir die Learning Outcomes definieren, indem wir festlegen, welche Lehrformate werden unterrichtet, indem wir auswählen, welche Lehrmethoden wir da auch einsetzen. Daraus leiten sich dann Aktivitätszonen ab und daraus leitet sich dann nachher auch eine Raumgestaltung. Es gibt aber auch einen zweiten Weg, wie man das Kartenset benutzen kann, und das ist auch genau der Grund, weshalb wir uns im Laufe des Prozesses dazu entschieden hatten, ein Kartenset zu entwickeln. Wir können nämlich auch das Potenzial vorhandener Lehr- und Lernräume identifizieren und vor allem kommunizieren, indem wir tatsächlich die Komponenten, die in unserem Kartenset sind, uns anschauen und schauen, was haben denn davon aktuell in unserem vorhandenen Lehr-Lernraum schon gegeben. Das ist jetzt mal ein Blick auf unser komplettes Kartenset. Keine Angst, es ist absichtlich so klein und es gibt auch jetzt in dem Rahmen nicht die Möglichkeit, das sich im Detail durchzuschauen, aber es gibt am Ende noch ein Call to Action. Wir suchen nämlich aktuell, das kann ich schon mal vorwegnehmen, nach Menschen, die mit uns das Kartenset ausprobieren und evaluieren wollen. Und jetzt werfen wir einmal einen Blick in das Kartenset. Es gibt auf der ersten Ebene, gibt es immer diese schwarzen Karten hier. Das sind unsere Infokarten, die beschreiben, was die einzelnen Karten, die dann detailliert auf die einzelnen Bestandteile eingehen, beinhalten und wie diese einzelnen Karten funktionieren. Und teilweise sind da auch die Quellen angegeben, damit man sich weiter informieren kann. Ihr seht auch einen QR-Code drauf. Das ist auch so ein bisschen Ausblick, da wird Basti nachher noch was zu sagen, woher das kommt. Gehe da jetzt mal ein bisschen durch.
Weil die Lehre und Lernmethoden und alles, was so um die Konzeption hat, das ist nicht unsere Fachdisziplin. Deshalb gibt es da auch nicht so viele Karten drunter. Wir sind da aber mit den Kolleginnen aus dem Zentrum für Lehrentwicklung dabei. Wir schauen uns einmal jetzt an, wie dann zum Beispiel so eine Lehr-Lernmethodenkarte aussehen könnte. Da steht dann vorne drauf, was es ist. Wir versuchen da auch für alles immer plakative Bilder zu finden. Es gibt eine kurze Beschreibung. Und auf der Rückseite seht ihr dann ein Profil. Damit man so ein bisschen einschätzen kann, ist das eher eine Methode, die für eine Person, für das einzelne Lernen oder eher für das Gruppenlernen gedacht ist. Ist es eine Lehrmethode, die für eine asynchrone Veranstaltung oder für eine synchrone Veranstaltung? Und ist sie eher ortsfest oder ortsvielfältig? Wenn sie sowohl als auch ist, dann befindet sich der Regler in der Mitte. Und hier unten drunter, da wird es dann spannend, seht ihr, gibt es eine Rubrik adressierte Future Skills und geeignete Aktivitätszonen, weil damit kommen wir auf die anderen Kartenkategorien, die wir haben. Wenn wir also mit der Lehr-Lern-Konzeption fertig sind, dann kommen wir zu unserem Herzstück, den Aktivitätszonen. Auch hier gibt es wieder eine Infokarte, die beschreibt, wie diese Aktivitätszonen zu benutzen sind und wie sie zueinander finden. Es gibt insgesamt 8 Aktivitätszonen von hybrider Werkstattaktivität, hybrider Gruppenarbeit, hybridem Präsentieren, über hybrides Whiteboarding, das hybride Portal, hybrides fokussiertes Arbeiten bis hin zu AR-VR-Aktivitäten und Prüfungen. Auf diesen Karten seht ihr, sieht die Rückseite deutlich anders aus. Hier gibt es nämlich zwar wieder das Profil der Aktivitätszone, aber auch Vorschläge zur Farbgestaltung und Vorschläge zur Ausstattung, damit ich auch damit wieder ein Matching auf die anderen Kategorien machen kann. Wenn wir weiter reingehen, kommen wir zur nächsten Kategorie der Karten. Das sind die Karten zur Raumgestaltung. Da gibt es Karten zur Möblierung. Die haben wir alle einzeln aufgeführt. Die Komponenten, die wir als sinnvoll erachten für die Räume und die sich auch als Da war der Tobias weg. Ja. Vielleicht einfach kurz. Ja, ich würde kurz warten. Also ich glaube, in der Erklärung, Tobias sitzt in Wattenscheid am Ocker-NRW-Standort und da scheint es Probleme mit dem Internet zu geben. Die haben da eben nochmal von einem Update berichtet. Also wir bitten, das zu entschuldigen und der Tobias wird, denke ich, eine Möglichkeit finden, gleich wieder zu uns zurückzukehren. In der Zwischenzeit, vielleicht von meiner Seite, schreibt gerne in den Chat. Wir nehmen die Fragen mit. Wir versuchen euch auch Antworten zu geben. Und der Tobias hat es ja eben erwähnt, wir würden gerne Menschen finden, die mit uns das Kartenset weiterentwickeln und testen und evaluieren. Da hat sich der eine oder andere schon gemeldet im Chat. Also da seid ihr herzlich eingeladen. Unsere Kontaktdaten findet ihr ja über die Profile hier im Conference-Tool und schreibt uns da gerne an. Ja, vielleicht in der Zwischenzeit, was ich noch sagen kann, also wir werden das Ganze noch flankieren mit vielen, vielen anderen Maßnahmen. Also es ist unter anderem eine Webressource geplant, wo man sich dann auch später das Spiel runterladen kann. Hier meldet sich gerade jemand, Request for Broadcast. Sarah, vielleicht kannst du da mal kurz gucken. Ich habe das nur hier aufblinken sehen. Ist gerade, also sobald es wieder weg ist, wurde war es. War ein Versehen, der Herr Schäfer sagt, es war ein Versehen. Kein Problem, alles gut. Also es wird eine Website geben, wo man das Spiel herunterladen kann. Ich hoffe, dass wir da auch noch weitere Ressourcen zur Verfügung stellen können, wie zum Beispiel Tutorials, also
am besten in Video, als Videoformat, wo man sich angucken kann, nicht nur wie das Spiel funktioniert, sondern auch, wie man damit dann einen Raum plant und ausstattet. Schreibt noch jemand im Chat, wo kann man uns erreichen? Schaut einfach unter der Speakerliste hier im Conference-Tool. Da müsstet ihr alle Kontaktdaten finden. Ja, gleich zu Anfang stand auf einer Folie, lese ich gerade im Chat, ich kann überhaupt keine hybriden Lehrveranstaltungen anbieten, weil das Curriculum das nicht hergibt. Braucht es da eine Ordnung digitale Lehre? Habt ihr so etwas? Also wir, für uns ist das gerade auch im Fluss, im Entstehen. Also wir haben diese Rückkopplungsschleifen und versuchen natürlich auch strukturelle Veränderungen zu bewirken, auch auf der Ebene Curricula, weil wir natürlich feststellen, der Wunsch ist da, aber es lässt teilweise die Art und Weise, wie Lehre organisiert ist, noch nicht zu. Und deshalb scheuen manche Lehrende dann auch davor zurück, Lehre hybrid anzubieten, sondern haben uns zurückgemeldet, entweder machen wir remote oder wir machen vor Ort, aber wir machen nicht hybrid. Und deshalb denke ich, dass das ein Hand in Hand gehen muss. Habt ihr das denn auch schon mal gemacht, also einen Raum dann auch genauso auszustatten, wie das Spiel das ergeben hat? In unserem Fall ist das Spiel sozusagen gleichzeitig zu den Räumen entstanden. Wir haben an der Hochschule, an der Technischen Hochschule in Köln verschiedene Räume ausgestattet und haben unser Vorgehen sozusagen im Spiel dokumentiert und mit dem Spiel gearbeitet. Aber wir haben das Spiel selber noch nicht herangezogen, um jetzt einen ganzen Raum zu konzipieren. Das wäre was, was jetzt sozusagen total spannend wäre, wenn jemand einen Raum plant, dass man das Spiel vielleicht als Hilfsmittel einsetzt. Wir haben dazu auch noch einen Workshop geplant und dann schaut, wie weit man mit dem Spiel kommt, um diesen Raum eben vorzubereiten, zu planen und dann auszustatten. Ich sehe mit Freude, dass der Tobias zurückgekehrt ist und wird jetzt kurz warten, bis er die Präsentation gestartet hat und wir dann weitermachen können. Ich gucke dabei weiter in den Chat und schaue, was ich da noch an Fragen finde und vielleicht haben wir da nachher noch die Möglichkeit, weiter darauf einzugehen. Oh je. Ja, ich bin zurück. Ich weiß nur nicht, wann ich raus war. Du hast die Aktivitätszonen noch vorgestellt und dann wurde dein Bildschirm schwarz. Genau, das passt gerade ganz gut, das Bild. Vielleicht ja. Gehst du da nochmal rein. Wir können dann ja auch nochmal zurück ins Spiel springen. Aber ich würde dann vielleicht gerade da nochmal was drüber sagen, weil wir dazu gesprochen haben und dazu auch Fragen im Chat kamen. Also wenn du, ich glaube, ein paar Slides zurückgehst, dann oder vor, gehen wir einen Slide vor, dann sind wir, glaube ich, auf dem Kartenset. Genau. Das ist das Kartenset und wenn du jetzt einen weitergehst, sieht man den Workshop. Das ist der Workshop, der geplant ist, da wird es dann einen entsprechenden Template geben und wo man dann eben gemeinsam interdisziplinär mit den verschiedenen Akteuren an der Planung solcher Räume arbeiten kann. Ist wie gesagt gerade noch im Entstehen, können wir noch so noch nicht zur Verfügung stellen. Wir können aber gerne eine Liste an Interessenten anfertigen, denen wir dann entsprechende Benachrichtigungen zukommen lassen, sobald die Sachen verfügbar sind. Du kannst gerne einen weitergehen. Genau, das ist besagte geplante Webressource, wo wir uns einfach erhoffen, dass man da halt auch das Projekt ein bisschen besser verstehen kann, weil man da in die Tiefe gehen kann. Man kann sich nochmal unsere Thesen durchlesen, man kann sich das Kartenset runterladen oder halt Videos entsprechend gucken. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn es so einen Austausch gibt mit einer Community of Practice. Also vielleicht kann der eine oder andere dann auch mal ein Bild schicken von einem Raum, der entwickelt wird und dann könnte man das da auch mit abbilden. Das fände ich ganz schön. Gerne weiter. Genau. Wir glauben aber auch, dass es nötig sein wird, fachliche Beratung mit anzubieten, also dass wir sicherlich auch mal einen Raum begehen müssen und auch mal ja aus einer Architektensicht oder Innenarchitekten, Architektinnensicht darauf schauen sollten, wie solche Räume zu gestalten sind und dass man natürlich nicht voraussetzen kann, dass Lehrende wissen,
wie man jetzt gezielt eine Raumatmosphäre erzeugt. Also das braucht sicherlich eine Flankierung auch durch eine Beratung. Gerne weiter. Genau, wir sind dabei, das Ganze weiterzuentwickeln. Es ist eine Beta-Version. Oben sieht man Bilder, das ist der aktuelle Ausdruck. Wir haben da schon wieder eine Iteration gemacht, wo uns viele Dinge aufgefallen sind, die wir noch verbessern wollen. Das machen wir gerade. Gleichzeitig versuchen wir, das Spiel zu spielen und in Workshops einzusetzen. Der Felix aus unserem Team war gerade in Jena, hat es da vorgestellt und gespielt, ist jetzt heute in Berlin, gerade beim Raumlabor, trifft sich mit denen, schaut, ob das Spiel auch mit den Dingen zusammenpasst, die das Raumlabor für sich herausgefunden hat. Also da sind wir auch im Austausch mit anderen Projekten, die an ähnlichen Themen arbeiten. Kartenkategorien werden wahrscheinlich noch hinzukommen und ja, wir werden es für unsere Räume nutzen und genau richtig, Tobias, gerne auf den nächsten Slide. Feedback, wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, ist nicht nur willkommen, sondern erwünscht. Meldet euch gerne, auch unter der eingeblendeten Internetadresse findet ihr das Projekt. Könnt da auch nochmal Kontakt zu uns aufnehmen und sonst, wie gesagt, über das Sprecherverzeichnis der Konferenzplattform. Genau, vielleicht kannst du genau noch rausgehen. Also das ist unser Ökosystem, was wir uns vorstellen für diese Lösung. Und dann steht das, steht sozusagen der Raum im Mittelpunkt und alle Dinge, die wir tun sollen, halt eben darauf abzielen, innovative, hybride Lehr- und Lernräume zu schaffen. Tobias, du hast noch 3 Minuten, die wir jetzt nutzen können, nochmal zurück ins Kartenspiel zu gehen. Das würde ich sehr gerne machen. Ich habe verstanden, dass ich mich hier verabschiedet habe bei der Kategorie der Aktivitätszonen. Soweit ich das erinnere, war das so, ja. Okay, dann versuche ich nochmal ganz schnell drüber zu gehen. Nachdem man die Aktivitätszonen ausgewählt hat, die für die jeweiligen Lernveranstaltungen sinnvoll sind, kann man sich die nächste Kategorie, nämlich die Raumgestaltung, annehmen. Und hier haben wir Karten zu Möbeln, zu Farbgestaltung und zu technischer Ausstattung. Hier haben wir wieder ein gleiches Schema. Wir haben eine Einordnung. Was haben diese Möbel für ein Profil und wofür können sie genutzt werden? Bei der Farbe tatsächlich geht es eher darum, welche Stimmung können Sie in Räumen befördern und auch ein Matching, zu welchen Aktivitätszonen würden Sie dementsprechend dann auch gut eingesetzt werden können. Bei der Technik das Gleiche und so können wir immer wieder hin und her matchen. Dieses Matching gehe ich gleich drauf ein. Als letzte Kategorie möchte ich noch auf DIY und die vorhin schon angesprochenen Joker-Karten eingehen. Wir haben nämlich einmal Methoden gesammelt, mit denen man auch in schwierigen Situationen zu Lösungen kommen kann. Zum Beispiel, wenn man in angemieteten Räumen nichts an Wänden befestigen darf, sondern vielleicht nur Löcher bohren darf, dann kann man auch Akustikpaneele man ganz gut mit elastischen Bändern und einer Vielzahl an Löchern an der Wand befestigen. Und bei den Joker-Karten, da haben wir versucht, aus unserer Erfahrung heraus Tipps zusammenzustellen und ja Anregungen zu geben, wie man weiterkommen kann, wenn man vor scheinbar unlösbaren Fragen steht. Und das reicht dann von dem Brett mit Ausschnitt, in dem eine Mediensteuerung verbaut werden kann, weil das vom Rahmenvertragspartner so gefordert ist. Aber ich möchte die bitte flexibel in meinem Raum herumtragen können, diese Steuerung, aber sie muss halt in einen Ausschnitt eingesetzt werden, bis hin zu Superkontakten und dann gerade auch für diejenigen, die sich schon auskennen mit den Schwierigkeiten der Arbeitsstättenrichtlinie oder den Brandschutzthemen, haben wir auch da eine Reihe an Schriften zusammengestellt, die einem da helfen kann. Um das alles jetzt zusammenzubekommen, gibt es eine Übersicht, wie diese Karten alle miteinander zusammenhängen. Ich kann nämlich vom Lehr-Lern-Konzept auf die Lehr-Lern-Methoden kommen
Von den Future Skills kann ich auf die Lehr-Lern-Methoden und auf die Aktivitätszone kommen und dementsprechend auch rückwärts. Also auch von der Aktivitätszone weiß ich, wenn ich diese Aktivitätszone habe, habe ich die Möglichkeit, das und das Future Skill auszubilden, wenn ich die entsprechende Lehr-Lern-Methode einsetze und das zu meinem übergeordneten Konzept passt. Und weiterhin komme ich zur Raumgestaltung, zur Farbe und zur jeweiligen Ausstattung. Und um das zu veranschaulichen, haben wir euch noch ein Projekt mitgebracht. Ich schiele schon auf die Uhr, dass wir nicht zu sehr überziehen. Aus dem Space Plus Lab. Das Space Plus Lab ist ein Bereich, in dem vor allem daran gearbeitet wird, AR- und VR-Inhalte in Gruppenarbeit in das Architekturstudium integrieren zu können. Hier sind wir ausgegangen, dass verschiedene Future Skills, eben gerade die Digitalkompetenzen standen da ganz stark im Vordergrund, ausgebildet werden können. Haben dann die unterschiedlichen Aktivitätszonen festgelegt, die dort vorhanden sein sollten und diese dann darauf gematcht, welche Ausstattung wir brauchen, welche Farbigkeit wir da haben können und wie wir das auch in eine gesamte und gute Gestaltung überführen. Und damit haben wir, glaube ich, auch alle Aspekte von unserem Kartenspiel gezeigt und freuen uns auf weitere Fragen. Und vor allem auf ganz viel Beteiligung beim Spielen, Testen. Nehmt gerne mit uns Kontakt auf. Danke.